Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum zweiten Teil. Hier sind wir bis jetzt mal stehen geblieben, bei dem Riesenschloss hier, mit dem Village da, so mit der Stadt. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter ins nächste. Und ja, dann lasst uns mal schauen, was uns unten erwartet, Leute, Jungs und Mädels. Let's go. Ach du Heide, oh mein Gott. Ich würde mal sagen, eine von beiden Türen, wir gehen hier als Tiere. Ich habe eben keine Angst, dass hier irgendwas gleich kommt, ein Jumpscare oder so. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen doch vor in die andere Tür rein, weil ich habe Angst hier. Vielleicht sind sie unterwegs. Okay, also wir brauchen hier irgendwas zum Knacken. Dann gehen wir mal hier rein. Also hier fehlt irgendwas. Da ist auch nichts, okay. Ah, hier ist noch eine Tür, Leute. So, Leute, von der Tür sind wir gekommen, okay. Und da ist ein Schloss. Alter, guck dich das mal an. Ich würde sagen, wir gehen hier weiter, Leute. Oh mein Gott. Was ist das denn? Wie geht? Friedhof, Werkstatt, Zeremonieplatz, okay. Ich würde sagen, da gehen wir in das einzige Haus, das hier offen steht. Sieht zerbrechlich aus, haben wir irgendwas dabei? Leider nicht, leider. Messer. Ah. Erste Hilfe, ne? Braucht ihr jetzt schon unbedingt? Nein, oder? Ich könnte sie jetzt benutzen, aber ich mag sie nicht. Sind sie einfach weggelaufen? Sie ganz so aus, liefen. Nicht schießen! Wer sind sie? Wer schickt sie? Niemand. Das ist ein normaler Mensch, Leute. Oh no. Was ist los? Oh nein. Sie kommen. Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe. Was? Sie haben doch sicher eine Waffe. Nein, wozu denn? Nehmen Sie! Was ist denn da draußen? Hey, haben Sie gehört? Hey! Oh no.
Oh shit. Was? Oh mein Gott. Wie der schon liegen, Alter. Sind da wohl nicht verschwunden, sind einfach gerade hier im Keller. Mist. Noch mehr. 20 Pistolenschuss haben wir. Ja, der Osten. Verdammte. Was für ein abgefucktes Dorf ist das? What the fuck? Was? Ach du heilige Scheiße. Shit. Wow. Scheiße, was war das? Oh no. Nein. Stirb doch, Junge. Ja, nein, das ist nicht gut. Ja, er ist tot. Was zum Teufel? Alter. Chemikalie. Okay. Ah, okay. Dann braucht ihr noch ein Grot dazu. Und hier für Munition braucht man zwei rostige Reste und ein Schirm und zwei Schießpulver. Ah, jetzt haben wir auch das Grot, das können wir auch so kombinieren. Ach so. So, jetzt haben wir davon zwei. Aber hier in dem Haus scheint es uns nichts zu geben. Hier vielleicht noch irgendwas? Bolzenschnelle, oder? Ah, okay, wichtig, Familienwort und ein Werkzeug zum Durchtrennen von Ketten. Hier ist nichts, ne? Zack. Oh no. Okay, können wir schränken. Okay, machen wir das mal. Ah, Pistolenmunition ist sehr stark. Oh no. Leute, wie viel sind das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Piss dich! Schon raus hier! Fuck!
Verpiss dich! Ich muss raus, ihr Leute. Ist es vorbei? Hallo. Wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Zu Luisas Haus, oben beim Acker. Überlebt? Okay. Okay. Luisas Haus, das werden wir uns merken. Gut. Verdammt. Ich muss hier weg. Es nimmt kein Ende. Bam. Weg mit dir. Lauf. Lauf. Off. Ich muss hier weg. Ja.
Gott! Gehört das schon, Leute? Ja. Ach du Haar, es kommt ja schon wieder. Stop. Im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Sie sind es, der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Na egal. So Leute, ich würde, glaube ich, die Folge für erstmal hier stehen lassen. Wir sind eh wieder bei 19 Minuten so circa angekommen. Wenn euch das Video gefallen, lasst ein Like und ein Abo da. Das kann ich hier die Kopfhörer mal kurz rausgeben. Lasst ein Like und ein Abo da. Ja, ich würde mal sagen, ziemlich gasgestörtes Spiel. Ich meine allein, dass das eine Zombie ihm die Finger abgebissen hat und dass man das alles gesehen hat. Ich meine, ja, sehr, ich würde sagen, regelwidrig, aber egal, Leute. Hoffentlich hattet ihr Spaß beim Zuschauen von diesem Video. Ich natürlich über ein Abo und ein Like würde ich mich sehr gerne freuen und mein Bruder natürlich auch. Und ja, es gibt eigentlich nichts mehr viel zu sagen, außer ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Und ja, ich würde mal sagen, das Video dauert jetzt hier schon ca. so 18 Minuten. Ist eine gute Zeit und ciao, ciao. Yeah.